Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Ich habe mir gedacht, ich fahre zu dem Einsprechen vom Beitrag UFO-Watching in das Stadtviertel, wo es die meisten Außerirdischen gibt. Ja, das ist Burbach. Und hier sieht man eigentlich, wie das mit gelungener Integration von Außerirdischen funktionieren könnte. Man nimmt ein Stadtviertel, tut die Außerirdischen dahin. Nach einer Weile haben die das komplett übernommen und dann ist die Welt in Ordnung. Also so kompliziert kann das nicht sein. Wirklich nicht. Ja, ich weiß, es ist halt die Hauptstraße. Anyway. Ah, hier fahren auch ganz tolle Prophetenkarren vorbei mit langen Bärten drin und super cool. Ja, als ich klein war, war das hier das saarländische Assi-Stadtviertel. Aber man kann den Arabern und den Türken eins nachsagen, eine Menge nachsagen vielleicht, aber eins nicht. Ne? Das sind keine Assis und keine schmutzigen Assis. Also sagen wir mal so, das Sauberkeitslevel der Leute hier rumlaufen hat sich erheblich gesteigert. Wir haben hier keine abgefuckt, Entschuldigung, einer gerade vorbeigelaufen. Also wenn hier in Burbach was abgefuckt, dreckiges, schmutziges rumläuft, dann sind das Deutsche. Das dazu. Also von mir aus alle Außerirdischen ab nach Burbach und die Welt ist in Ordnung. Okay, gelungene Integration von Außerirdischen. Es ist nicht besonders viel passiert, was eigentlich fast zu erwarten war. Seit der großen UFO-Release im Dezember. Es wurde irgendwann mal noch ein Video nachgeschoben, noch ein Interview mit Voyager nachgezogen. Das war's. Jetzt ist ein Trailer, eine Ankündigung gekommen auf dem To The Stars Academy Kanal, wo es darum ging, dass ein Projekt Adam gestartet wird, das im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass jetzt Metallteile, die von UFOs heruntergefallen sein sollen, eingesammelt werden und wissenschaftlich untersucht werden. Warum ist das Augenwischerei und Bullshit? Punkt Nummer eins. Habe ich ja in einem anderen Video schon gesagt, Metallteile fallen nicht einfach von UFOs ab. Die sind angenietet oder angeschraubt oder angeklebt. Die muss man denen schon vom Heck runterschießen. Also das hakt mal ab. Zweiter Punkt, die Szenarien kann ich mir nicht realistisch vorstellen. Also Szenario 1, Metallteile lagern auf einer Universität. Ja, guten Tag, verkaufen Sie uns doch mal, geben Sie die uns. Nee, die rücken die nicht raus. Metallteile lagern bei Privatleuten. Sobald bekannt wird, dass die da lagern, sind die von der Regierung eingesackt. Metallteile lagern bei der Regierung. Gebt uns die doch mal raus, wir zahlen auch 2,50 Euro dafür. So, also, wenn man das so als Schnittmenge zusammenfasst, kann dieses Projekt Adam eigentlich nur die Artefakte einsammeln, die bei Privatleuten sind, die Lust haben, das rauszurücken, von denen die Regierung das bisher nicht wusste und die sie auch nicht eingesammelt hat. Völlige Augenwischerei meiner Meinung nach. Die Gesamtmenge der zu erwartenden tatsächlichen Funde sind höchstens 1 bis 2, wenn überhaupt. Und Quatsch, einfach nur Quatsch. So, eine andere, interessantere Entwicklung hat sich aber ergeben und bevor ich zum eigentlichen Punkt UFO-Watching komme, weil es geht nicht um die Außerirdischen hier, die ich watche, sondern UFO-Watching. Also es ist wirklich zum Thema. Aber eine andere Sache, die spannend war, Dr. Stephen Curry hat ja bereits in der Werberunde zum Film Acknowledged darauf hingewiesen, dass es einen Wechsel des Feindesbildes geben wird von den Terroristen zu den bösen Aliens. Und dass eine False-Flag-Operation geplant ist, irgendwann um einen dritten Weltkrieg, der dann interplanetar sich ausgestalten soll, zu motivieren. So. Als ich das dann 2017, im Sommer glaube ich, war das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, was für eine Räuberpistole. False-Flag-Operationen sind ja jetzt absolut nichts Seltenes bei den Amerikanern, die ballern sich da ja ihre eigene Bevölkerung immer gerne selbst weg, um dann Kriege anfangen zu können, das ist bekannt.
Aber die Story, dass ein außerirdischer Angriff auf die Erde gefaked werden wird, sodass wir dann Grund haben, Krieg gegen Außerirdische zu führen. Wow, also das ist eine Räuberpistole. Gut. Ja. Was braucht man, um einen Krieg zu führen? Zwei Dinge. Einen Gegner und ein Militär. Weil nur wenn man einen Gegner hat, kann man nicht gegen einen Krieg führen. Und nur weil man Militär hat, kann man auch keinen Krieg führen, weil man braucht einen Gegner. Militär und Gegner sind immer zusammengehörig. Die braucht man, sonst funktioniert kein Krieg. Okay? So. 2017 hatte man noch keinen Gegner. Der Gegner ist benannt. 2017, Ende, im Dezember, kamen die Videos raus, die vom Pentagon released wurden. Jetzt heißen sie Tic Tacs, die Flugeigenschaften aufweisen, die in keinem Arsenal dieses Planeten zu finden sind. Der Gegner ist benannt. So, was fehlt aber jetzt noch? Na, jetzt fehlt das Militär. Wenn man zu Wasser kämpfen will, dann braucht man die Marine. Das Heer braucht man, um auf dem Land zu Land zu kämpfen. In der Luft kämpft man mit der Air Force. Aber wie will man einen interstellaren Krieg ausfechten? Da bräuchten wir ja sowas wie eine Space Force. So, und jetzt kommt der Joker. Präsident Trump hat die Einführung einer Space Force beauftragt. Jetzt finde ich schon langsam nicht mehr so witzig. Okay. Weil, wie gesagt, es haben gefehlt der Gegner plus das Militär. Der Gegner ist benannt, das Militär ist angekündigt, dass es hochgezogen wird. Und sobald das Militär steht und ein Gegner dann klar verortet ist, dann kann man die ersten Pläne schmieden, dass es rumst. Und dann sind wir genau an dem Punkt, den Dr. Stephen Greer mit Unacknowledged projiziert hat, dass wir in eine False-Flag-Operation der Amerikaner reinrutschen und in einen interplanetaren Krieg hineingedrängt werden. Und der wird ausgefochten werden mit der Space Force. Anfang, Mitte 2017 habe ich das noch für völlige Räuberpistole und Bullshit gehalten. Aber spätestens, wenn der Gegner verortet ist und die militärische Division, die militärische Sparte eingerichtet wird, wird das Ganze irgendwie nicht mehr so witzig. Lassen wir uns überraschen. Okay. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema UFO-Watching. Wenn man dem amerikanischen Außenminister, Verteidigungsminister, dem ehemaligen, nicht im amerikanischen, dem kanadischen glaubt, dann sind im Moment mindestens 4 Spezies auf diesem Planeten, die diesen Planeten besuchen. Mindestens 4. Insgesamt dürften es so mindestens 20 gewesen sein, die hier die letzten 1000 Jahre irgendwie rumgetummelt sind. So, das ist schon eine Menge Tobak. Und dann fragt man sich natürlich, was machen die hier? Naja, wo kommen die her? Aber dann müssten die doch eigentlich auch zu sehen sein. Ich meine, wenn so viele Spezies hier ständig unterwegs sind, dann müsste man ja ständig Flugverkehr haben, oder? Naja, NORAD hat ungefähr 3600 Meldungen pro Jahr von ungenehmigtem Flugverkehr. 3600. So, und vielleicht kann man sowas ja auch im Kleinen selbst beobachten. Es gibt da einen, der beobachtet sehr mit sehr viel Freude den Flugverkehr von Orbs, Mini-Leuchtkugeln, die im Infrarotbereich leuchten, über Kernkraftwerken in Baden-Württemberg, glaube ich, ist das. Der filmt die dann nachts, wenn die da über die Kernkraftwerke fliegen. Der Punkt ist aber dann auch, gibt es das hier auch in Saarbrücken? So, könnte es geben. Warum? Wir haben hier in der Nähe, 30 Kilometer entfernt, ein französisches Kernkraftwerk stehen. Je nachdem, wie hoch die fliegen, nicht ausgeschlossen, dass man dann sie dann sieht. So, und wir haben hier eigentlich den größten Militärstützpunkt der Amerikaner
in Ramstein sitzen und von daher haben wir allein schon von den Amerikanern eine ganze Menge Flugverkehr. Und dann stellt sich die Frage, ist das eventuell als Dreh- und Angelpunkt für Observation halt auch interessant? Sagen wir mal, es ist nicht völlig abwegig davon auszugehen, dass dieser Stützpunkt beobachtet würde. Also es ist nicht völlig abwegig. So, das heißt mal, mit der Annahme kann man mal hier so in den Himmel gucken nachts. Kann man tun. So, habe ich mehrmals gemacht das Jahr schon. So. Also, es ist noch kein einziger Abend vergangen, an dem ich kein UFO gesehen habe. Das ist kein Witz. Was habe ich für UFOs gesehen? Also nochmal, UFO ist ja, wenn man es nicht erkennt, nicht weiß, was es ist, okay? Es gibt verschiedene Sachen, die man nachts sehen könnte oder kann. Sterne. Sterne ist ziemlich klar, oder? So. Sterne stehen da oben, blubbern ein bisschen vor sich hin, wegen der Erdatmosphäre. So flirren so ein bisschen, ne? Und bewegen sich in der Regel nicht, außer fest, also die Erde dreht sich ja immer drunter weg. Ne? Was übrigens, wenn man mal so 2-3 Stunden sich den Himmel anschaut, doch arg auffällt, wenn der große Wagen sich halt schon mal so ein gutes Stück weiter dreht. Das ist schon ganz spannend. Ja. Und was man dann noch finden kann, das sind diese amerikanischen Maschinen, die Transportmaschinen. Die haben nämlich Luftkorridore. Die fliegen auf bestimmten Routen. Und wenn man die weiß, sieht man die auch immer wieder auf diesen Routen fliegen. Und das Spannende an denen ist, die haben immer so rote Blinklichter an. Also es gibt so eine, die so geht, eine andere rote, die so, wenn ich geschaut habe. Und das war immer ziemlich eindeutig, dass das die amerikanischen Maschinen sind. So. Dann kann man, wenn es gerade so nach dem Sonnenuntergang ist, noch eine andere Kategorie beobachten. Das sind die ganz normalen Linienmaschinen. Die werden halt, weil sie hochfliegen und die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist, zumindest mal für die, angestrahlt und deswegen leuchten die. So, aber also die Transportmaschinen, die fliegen ja auf dem Korridor und die fliegen diese eine Strecke immer. Das heißt, es ist geklärt, dass das nichts mit U ist. Das ist schon eher sehr IFO. Die normalen Linienmaschinen haben eine Eigenschaft. Die fliegen in der Regel eher so geradlinig. Und selten mal, wenn sie irgendwie den Korridor wechseln würden, würden sie auch schon mal danach irgendwie bis schräg weiterfliegen oder so. Aber jetzt so direkt noch nicht gesehen. Aber das wäre zu erwarten. So, und dann gibt es noch als nächstes. Was gibt es denn da noch? Es gab noch was Harmloses. Genau. Dann gibt es noch die Satelliten. So, Satelliten sind ganz spannend. Die Satelliten fliegen teilweise hoch, teilweise gar nicht mal so hoch. Die erkennt man aber daran, dass die sich sehr schnell über den Himmel bewegen. Und sie haben in der Regel eher so ein Teil von der Ellipse als Flugbahn. Also die fliegen nicht ganz gerade, sondern die fliegen halt eher so leicht kurvig, aber sehr schnell. Je nachdem, welche Bahn sie fliegen, sind sie halt schon gerade, aber die bewegen sich halt so um die Erde drumherum. Ne? Das muss nicht eine gerade Linie sein, das kann auch leicht gebogen sein. Okay. So. Und dann das letzte große, was man sehen könnte, das ist die internationale Raumstation. Die ist sogar so niedrig am Fliegen, dass man sie mit einem Teleobjektiv sogar die Struktur erkennt. Weil das Ding ja so groß ist wie ein Fußballfeld. So. Aber die fliegt wirklich so tschum, in einer Linie durch. Die macht keine Kurve, weil sie zu weit entfernt ist. Die macht aber tschu. Und die ist sehr, sehr, sehr schnell. Also die hat man echt nicht lange im Blickfeld. So, das sind so im Wesentlichen die Sachen, die da oben rumfliegen können. Drohnen fliegen, klar, nachts eher nicht so schlecht zu steuern. Und wenn, dann können sie auch nicht lange oben bleiben. Okay? Also wenn du eine Dreiviertelstunde da oben was beobachtest, war das keine Drohne. So, das ist das. Was habe ich also gesehen bisher?
Okay. Das auffälligste und niceste, das war, denke ich, so ein transdimensionales Teil. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich ein Flugkörper war oder einfach nur ein Übersprechen auf unsere Raumzeitdimension. Das könnt ihr euch auch bei Sirius Disclosure auf dem Kanal mit UFO-Clips und so, gibt es eine Compilation. Da ist das dabei, das ist so ein flirrendes Feld, mal ist es so rhombusförmig, mal geht es dann auf so drei verschiedene Punkte. Rot-grün, mal kurz ist es weiß. Das ist aber statisch, bewegt sich nicht, bleibt fest an einer Position, drift, kommt rein, flirrt rum und macht da rum. Bleibt aber stehen, okay? Bleibt stehen. Und das habe ich gesehen über Scheid. War sehr hoch, habe es auch länger beobachtet, eine halbe Stunde. Also es hat sich nicht bewegt, also nicht wie Sterne oder so, sondern es hat sich gar nicht bewegt. Es ist halt nur reingekommen, danach ist es irgendwann wieder rausgegangen und nachher ist es wieder reingedriftet. Und so, wie gesagt, das ist eins von den Dingen, das ich auch auf dem Kanal von Sirius Disclosure gesehen habe. Insofern denke ich, dass wenn jemand anderes das gefilmt hat und ich das gesehen habe, es nicht existieren kann. Okay, also weil ich habe nochmal eine zweite Bestätigung, dass es diesen Typ von UFO halt gibt. Okay. Den habe ich gesehen, bisher nur einmal. Das wenig Spannende ist, ich habe ein paar Sternknuppen gesehen, die sind aber ganz kurz gewesen, ganz kurze, minimale. Letztens auch nochmal ganz viele, also 3 Stück. Das war ganz nett. Aber das waren ja keine UFOs, ne? So. Und dann habe ich einen Typ gesehen, der war möglicherweise sogar in die Richtung Kernkraftwerk da hinten. Der ist geflogen so irgendwie, hat auch mal gewechselt oder so. Ist dann irgendwo anders lang geflogen, hat dann da stehen geblieben, mal so eine Viertelstunde. Ist dann wieder irgendwo anders hingeflogen. Also er blieb nicht stehen. Er hat aber jetzt keine 90-Grad-Winkel geschossen oder so, gar nicht. War in Bewegung, aber jetzt nichts mit auffälligen Flugmerkmalen. Aber es war auch kein Ballon. Weil Ballons steuern nicht so. So, Beobachtungsdauer 3/4 Stunde, wenn nicht gar noch länger. Kann auch länger gewesen sein. Aber es, wie gesagt, es war nicht am selben Punkt immer, es hat sich auch mal irgendwo anders hin bewegt. So, und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Weil das ging schon so in die Richtung UFO. So, dann habe ich letztens noch mal was gesehen, bei dem ich mir nicht ganz sicher war. Aber das ist relativ schnell auch, hat sich auch relativ schnell bewegt. Auf einer relativ geraden Bahn. Kam rein, also es war ganz schwach, okay. Aber kam ist rein diffundiert, ist danach eine Weile geflogen, so für 2-3 Minuten, und ist danach wieder ausgeblendet. Allerdings jetzt keine extrem aufwendigen Manöver geflogen. Wahrscheinlich, dass es ein Satellit war, aber nicht ausgeschlossen. So, aber das war auch ganz spannend. Und dann habe ich eins gesehen, das ist so weit länger geflogen, so mit den Quadranten da weg. Das hat keine gerade Flugbahn gehabt, aber es war jetzt keine, nicht so wie man es vom Satellit erwarten würde, sondern es ist halt so ein bisschen. So, das war auch relativ deutlich zu sehen. Ich glaube, es waren 2 von diesen ganz schwachen, die dann so reingedriftet sind, geflogen sind und dann wieder weggedriftet sind. Allerdings muss man dazu sagen, sie sind dann kurz stehen geblieben und dann sind sie weggedriftet. Also es kann auch sein, dass die halt runterkamen, ein bisschen geflogen sind und dann wieder rausgeflogen sind, aus der Atmosphäre raus. Ist auch nicht ausgeschlossen. So, und das waren im Wesentlichen die Sachen, die ich bisher gesehen habe. Und ich wurde kein einziges Mal enttäuscht. Jedes Mal, wenn ich mir die Zeit genommen habe, mich 1-2 Stunden unter den Sternenhimmel zu setzen,
und nach UFOs zu schauen, ich wurde nicht enttäuscht. So. Dann kann ich nur empfehlen, probiert es doch auch mal. Ich meine, es kann ja im schlimmsten, also im schlimmsten Fall sitzt ihr unter, bei schönem Sternenhimmel draußen, wenn es warm ist und habt ein paar schöne Stunden und könnt euch die Milchstraße anschauen in den großen Wagen. Und ich kann das sowieso empfehlen, weil das wunderschön ist. Man sollte nicht immer nur in den Fernseher oder in den Monitor schauen, sondern vielleicht auch mal wieder so ein bisschen in den Himmel, einfach so, weil... Einfach so, weil es schön ist. Also, schön ist. Also, das ist das Mindeste. Ihr schaut einfach ein paar Stunden schöne Sterne an. Und ja, wenn ihr Glück habt, seht ihr vielleicht ein, zwei UFOs. Jo. Also, die Dinger sind gar nicht so selten. Und ich fand's nice. Ich mach's gerne nochmal ein paar Mal jetzt über den Sommer. Wenn es irgendwas ganz Spannendes zu berichten gäbe, würde ich mich melden. Ansonsten sitze ich einfach selber da und genieße ein bisschen die schöne Nachtluft und so. Ja, UFO-Watching kann ich nur empfehlen. Geile Sache, kostet nichts. Und ihr bereitet euch schon mal so ein bisschen auf den Besuch der Außerirdischen vor. Bis zum nächsten Mal, auf Patricks Wheeler. Tschüss.